als da gestern die Auslosung Hast du geguckt, kam, die Auslosung erstmal? Ich habe sie verpasst. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. ORF1 muss ich doch einschalten. Sicher, ORF1. 19:30, ich habe eingeschaltet, da lief da Zusammenfassung von Auswärtsspiel vom SV Ried bei, ich glaube, beim FAC oder so. Oh, wir haben die gespielt. Ich weiß, ich glaube, Ried hat gewonnen. Ich bin, bin mir nicht ganz sicher. Das freut mich. Halt auf jeden Fall, die haben so einen separaten Gästeblock da hinterm linken Tor stehen. Und Ried war da ganz gut vertreten. Sah ganz gut. Ich glaube, ich gucke mir mal Ried an in nächster Zeit. Weil ganz, ganz sicher bin ich in naher Zukunft auch wieder in Österreich. Ich war ganz gespannt. Ich habe mich erstmal gefreut, dass die Sponsorennamen wieder eingeführt wurden. Also der ÖFB scheint unseren Podcast hier gehört zu haben. Denn die Namen wurden wieder voll ausgeschrieben. Also zum Beispiel. Ja, du meinst den DSV Leoben GGMT Revolution. Ja, ja, die Revolution. Die Revolution. Hat auf jeden Fall gestern stattgefunden auf ORF 1. Und wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. Ich habe es ja mathematisch ausgerechnet, zusammen mit Jean Pütz an so einer Tafel. Es bestand die 1/12 Möglichkeit, dass Austria Salzburg auf RB Salzburg trifft. Das Derby passiert. Wobei, das Derby muss man noch ein bisschen in Frage stellen. Es gab auch zwei andere Derbys, die hätten genauso groß werden können. Zum einen natürlich hätte der USV Raiffeisen Weindorf St. Anger am Eigen gegen Union Raiffeisen Gurten spielen können. Das Raiffeisen-Derby. Das Raiffeisen-Derby oder auch das Sparkassen-Derby. SC Sparkasse Imst 1933 gegen SV Sparkasse Leobendorf. Imst spielt jetzt gegen den LASK und Leobendorf gegen Sturm Graz. Ich sag, da freuen sich alle Beteiligten drüber. Aber sind die Sparkassen nicht verbündet und das Derby wäre gegen die Raiffeisenbanken? So Raiffeisen-Ewixer, weißt du? Ja, weiß ich nicht. Oder die hassen sich gegenseitig. Ja, kann auch sein. Ja, man weiß es nicht. Kann so natürlich genau, auch sein. Glasskinder hätten lieber die Sparkassenvereine gegen Raiffeisen. Ja, auch guter Punkt. Guter Punkt. Müssen wir mal, da müssen wir nochmal rein in das ganze Thema. Ja, und dann wurde Austria Salzburg gezogen und dann hat er schon gesagt, ach, das kann doch nicht wahr sein. Und es kommt wirklich zu dem Duell und dann wurde erst das Los in die Kamera gestreckt. Ja. Ja. Austria gegen RB, zum ersten Mal seit, wann wurde der Verein übernommen? 18 Jahren, ne? 2005, genau, seit 18 Jahren. Es gab natürlich zwischenzeitlich, ich glaube 2011 oder 2012 war das mal der Fall. Ah, diese Spiele gegen die Zweitvertretung. Gegen die Zweitvertretung, genau, wo die wurden auch im großen, in Wals-Sietzenheim, sagt man glaube ich immer, wurden die da ausgetragen oder zumindest das Auswärtsspiel. Da war natürlich was anderes. Also klar hat es Austria angenommen und ist da mit ein paar tausend Leuten angereist, aber das war jetzt natürlich RB-seitig wurde es nicht ernst genommen. Das erreicht jetzt gerade eine neue Ebene. Und jetzt, das Thema. Jetzt müssen sie sich quasi sportlich zum ersten Mal wirklich damit befassen. Ist natürlich, also klar, du hast natürlich, sportlich ist da natürlich kein Vergleich. Also das wird ja, muss man ja mal ganz klar von ausgehen, leider eine klare Angelegenheit werden. Aber ich finde es einfach schön. Da hast du aber die Rechnung nicht mit Joey Zottel gemacht. Ja, schöne Grüße. Ist ein Spieler, ne? Ist ein Spieler aus dem aktuellen Austria Salzburg-Kader, der vom SV Lippstadt übrigens. Der hat am Wochenende ein Tor gemacht, habe ich gesehen. Du bist aber sowas von gut informiert. Hammer, hast den Namen doch eben erst gelernt. Ja, der im Kader vom Austria Salzburg steht gerade. Also tatsächlich ein aktueller Austria Salzburg-Spieler, der sein letzter Verein SV Lippstadt war. Ist ganz witzige Anekdote, finde ich. Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Hammer, ne? Sowas von fußballromantisch. Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Du hast mich hier mit deiner Zottel-Geschichte. Wir wollten noch einmal hier über dieses große Duell sprechen, was jetzt stattfindet, weil wie sieht man das dann als Austria Salzburg-Fan? Also klar, man freut sich irgendwo drauf, aber das ist, glaube ich, eine riesige emotionale Zwickmühle, die in dir selbst dann stattfindet. Weil vermutlich wird ja das Spiel in Grödig stattfinden, ne? Da müssen wir davon ausgehen, in Max Glahn werden die Behörden das nicht austragen lassen. Wahrscheinlich werden die Leute es schon wissen zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier ausschauen, denn es muss bis Freitag entschieden werden. Bis Freitag muss entschieden werden, genau, wo das Spiel stattfindet. In Max Glahn wird es vermutlich nicht stattfinden, obwohl die da ja eigentlich ein Flutlicht hätten, was 2015 noch modern war. Das ist jetzt scheinbar veraltet, das ist so bei den Die falsche Farbe. Die falsche Lichtfarbe. Ja, das leuchtet nämlich grün. Das leuchtet grün. Alles violett natürlich. Ja, das leuchtet violett, das funktioniert nicht mehr. Dementsprechend, Ausweichstadion ist Grödig. Da wird es dann wohl stattfinden, sag ich jetzt einfach mal hier. Ja, und wie du schon sagtest, sportlich. Genau, also zum einen ist ja dieses Sportliche, was ich ja gesagt habe, das wird wahrscheinlich eine klare Angelegenheit. Also wir haben die Rechnung jetzt erstmal ohne Joey Zottel aufgestellt, aber wahrscheinlich, also in sagen wir mal 9 von 10 Fällen, und ich fürchte, es sind noch ein paar mehr, wird dieses Duell sportlich an RB gehen. Aber ich finde es einfach schön, dass es ein Heimspiel von Austria ist und damit dieses fantechnische Duell natürlich genau das Gegenteil darstellt. Ne? Also du hast ja diesen Verein, der im Grunde seit 18 Jahren jetzt dahin fiebert, wieder in den Profifußball zu kommen.
das eine Saison war es ja mal zwischenzeitlich der Fall, was vielleicht ein bisschen verfrüht war, wenn man so den finanziellen Aspekt sieht. Das war ja damals 2015, glaube ich, ja, ich der glaub, Fall. Ne? Da man hat ja auch selbst eingeräumt, man wollte da ein bisschen zu viel, ja. Hat sich da finanziell übernommen und ist dann auch zwangsabgestiegen. Ne? Hatte ich ja, auch nicht mehr aufgeschrieben, ja, das stimmt. Und auch durchgereicht worden danach. Genau, in Folge ja auch wieder abgestiegen, wobei diese so ganz klar ist dieses Ligakonstrukt in Österreich für mich da auch nicht immer gewesen. Also die haben irgendwie immer in der Regionalliga gespielt seitdem, aber oder mal in der Salzburger Liga, aber mal war die Salzburger Liga die Regionalliga, mal war es die dritte Liga, mal war es die vierte Liga. Seit dieser Saison spielen sie in der dritten Liga. Ist die dritte Liga jetzt, ja. Ich habe das Gefühl, es war letztes Jahr noch die vierte Liga, es hat sich nicht viel getan, aber es ist jetzt die dritte Liga. Die Gegner bleiben gleich, aber die Liga nicht. Ja, und ich finde, das wirkt immer so ein bisschen, wenn wir jetzt darüber reden, die haben es versucht, recht wieder hochzukommen, dann mussten sie zwangsabsteigen und so. Trotzdem muss man echt mal hervorheben, was für ein Erfolgskonzept aus der Salzburg einfach ist, oder? Also das, auch wenn es fast schon ein bisschen tragikomisch ist, aber dass RB damals diesen Verein kaputt gemacht hat, ist ja heute für aus der Salzburg im Grunde eine Art Profilierung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass mit einem SV Austria Red Bull Salzburg, wenn es dieses absolute damals von RB nicht gegeben hätte, dass damit viele nicht so zufrieden wären, wie sie heute mit ihrem Austria Salzburg sind. Ja, und als RB da eingestiegen ist, Mitte der 2000er, das war ja auch so, die Leute haben sich drauf gefreut. Ja, ja, klar. Die haben sich drauf gefreut, dass da jemand aus der Region kommt, ein großer Sponsor kommt. Wir machen es ja auch hier über die Namen immer lustig. Das ist halt normal in Österreich. Und der Zug dagegen zu protestieren, ist irgendwann abgefahren. Und jetzt ist das halt der Status quo dort. Diese Tragik, dass RB dann plötzlich kommt und alles verändert und dass man das gar nicht so vorher auf dem Schirm hatte. Und du freust dich und plötzlich fällst du aber in so ein tiefes Loch, weil dir nach und nach der Verein genommen wird. Und wie war das nochmal? Die Stutzen durften violett bleiben. Ja, oder also irgendwie Torhüter. Ich glaube, vom Ersatztorhüter, die Stutzen, die hätten dann noch violett bleiben dürfen. Also damals, dann gab es, glaube ich, diesen Protest und dann hat sich RB darauf geeinigt, die Kapitänsbinde kann auch violett sein. Irgendwie so war das. Ja, also so ganz kleine Happen haben sie noch hingeworfen, als genau. Damals die Übernahme war. Und das war halt nicht mehr nichts mehr von dem, was aus der Salzburg damals ausgemacht hat. Und das ist halt 2005 gewesen, zu einer Zeit, wo ich glaube, dass dieser, was wir heute als eine Art Ultra-Gedanken, als sehr ideellen Gedanken von einem Verein haben, der damals auch in Österreich noch nicht so ausgeprägt war, dass dieser Schritt damals zu sagen, ey, wir gehen jetzt hier gar nicht mehr hin, sondern wir gründen unseren eigenen Verein, sehr, sehr fortschrittlich schon war. Und dementsprechend fand ich das nochmal rauszuheben. Den Verein gibt es seit fast 20 Jahren in der Form. Also im Grunde gibt es den Verein seit 90 Jahren in der Form. Aber seit 20 Jahren haben die ja auch ein Stück weit sich von allen äußeren Einflüssen befreit. Weil das hätte ja genauso gut sein können, dass man damals so ein bisschen irgendwo noch einen Vertrag geschlossen hätte mit RB und gesagt hätte, ja okay, dann spielen wir halt zu Hause in Rot-Weiß und unser Auswärtstrikot sind violett oder irgendwie sowas. Da hätte man sich wahrscheinlich damals drauf eingelassen. Ne, wenn es von RB damals nicht so krass gewesen wäre, sondern die in irgendeiner Form einen mehr als nur einen ganz kleinen Finger gereicht hätten, dann hätte man sich wahrscheinlich darauf eingelassen und dann gäbe es aus der Salzburg in der Form, wie wir es heute aus neutraler Sicht echt schätzen und ein Stück weit lieben, gäbe es ja gar nicht. Ja, das macht ja auch einen Verein irgendwie dann viel sympathischer. Und natürlich. Man fiebert in irgendeiner Form auch mit. Ist jetzt auch in England, ich glaube am Wochenende, der FC Bury hat sich ja jetzt auch neu gegründet. Ja. Die waren ja irgendwann von einem komischen Investor übernommen worden, sind dann komplett gestrichen worden. Da waren ja auch direkt beim ersten Spiel 4000 Zuschauer, was ja völlig krank ist, ne? Für einen neu gegründeten Verein. Ja, ja, und sowas macht ja immer Spaß, sowas ist ja geil. Und ich freue mich tierisch auf diese Begegnung. Auch wenn, ich glaube, viele denken jetzt, ja, oh, da knallt's wie Sau und da rappelt's richtig. Ich weiß gar nicht, ob das dann von allen ob das so gut wäre, wenn es da halt richtig zur Sache geht. Weil ganz Österreich wird auf dieses Spiel gucken, Salzburg wird auf dieses Spiel gucken, damit der Bürgermeister am Ende sagen kann, siehste, wusste, klar, die Politik wird dieses Spiel nutzen wollen, um aufzuzeigen, was bei Austria scheiße läuft und dass es eine Ansammlung von Leuten ist, die quasi den Fußball mit Füßen treten. So, ja, das wird. Aber gleichzeitig ist halt, du hast ja dieses krass Emotionale. Du spielst dann einfach gegen den Verein, der deinen Verein geklaut hat. Und